Die wahre Kirche, Sekten, Geist wirken. Die Tatsache, dass so viele Geistes- oder Glaubensrichtungen bestehen und die Menschen zumeist ohne ihren eigenen Willen in jene aufgenommen wurden, müsste euch Menschen zu denken geben. Nicht der Wille des Kindes bestimmt es, in welche Glaubensrichtung es hineingeboren wurde, und also ist es gleichsam keines Menschen eigenes Verdienst oder eigenes Verschulden, in einer bestimmten Glaubensrichtung erzogen zu werden. Und wäre nun die eine oder die andere allein seligmachend, wäre die eine oder die andere die vor Gott allein rechte oder ihm wohlgefällige, dann könnten sich mit Recht die in andere Geistesrichtungen versetzten Menschen von Gott aus benachteiligt fühlen, dass ihnen die wahre Kirche vorenthalten worden sei durch ihre Geburt. Es ist aber keineswegs so, dass ein Mensch ohne eigenes Zutun zur Wahrheit kommen kann. Und es ist wiederum ganz belanglos, in welche Glaubensrichtung er durch seine Geburt versetzt worden ist. Denn ein jeder Mensch muss sich selbst zum Licht der Wahrheit durchringen. Und ebenso ist es gewiss, dass sich die Wahrheit nicht erziehungsmäßig einpflanzen lässt, solange nicht der Mensch selbst in sich den rechten Boden angesammelt hat, in dem die Wahrheit sich verwurzeln kann, um nun sein Eigentum zu werden und zu bleiben. Aber es müsste auch jene vorerwähnte Tatsache allen Menschen zu denken geben, die auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Geistesrichtung pochen und sich als in der Wahrheit wandelnd ansehen. Es ist ein anmaßender Gedanke zu glauben, das Privileg zu besitzen für das Himmelreich. Aber diesen anmaßenden Gedanken haben viele Menschen, denn alle Anhänger von Sekten sind voll überzeugt, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Und doch haben sie zumeist nur übernommen, was ihnen wieder von denen gelehrt wurde, die ebenso fanatisch sich für unfehlbar hielten. Und keiner von ihnen hat darüber nachgedacht, wie Gott selbst sich denn dann zu jenen stellt, die nicht ihrer Geistesrichtung angehören. Solange nur die Liebe zu Gott und zum Nächsten und das Erlösungswerk Jesu Christi einer Geistesrichtung zugrunde liegt, können auch aus dieser Geistesrichtung wahre Christen hervorgehen, denen bald auch das Licht der Wahrheit leuchten wird. Denn werden die Liebegebote Gottes erfüllt im Glauben an Jesus Christus, den göttlichen Erlöser, dann wird der Mensch selbst tätig. Und er ist dann aus eigenem Antrieb in die Gemeinschaft der Gläubigen eingetreten, in die Kirche, die Jesus Christus selbst auf Erden gegründet hat. Und diese Selbstentscheidung muss jeder Mensch treffen. Oder auch, die Grundreligion ist die Erfüllung der Liebegebote. Und solange diese außer Acht gelassen wird, befindet sich der Mensch außerhalb der Kirche Christi, außerhalb der Wahrheit. Und ob er gleich einer Glaubensrichtung angehört, die sich als die allein wahre und seligmachende ausgibt. Die Seligkeit kann sich kein Mensch erwerben, nur durch seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Geistesrichtung oder durch von dieser geforderte Handlungen. Erst die wahre, uneigennützige Nächstenliebe und dadurch auch beweisende Gottesliebe führt zur Seligkeit. Und diese kann in einer jeden Geistesrichtung geübt werden. Und das wird dann auch zur Erkenntnis der reinen Wahrheit führen. Solange es aber abgegrenzte Gemeinden gibt, solange eine jede versucht, Mitglieder für sich zu gewinnen, die ihre Mitgliedschaft dadurch beweisen sollen, dass sie das anerkennen, was sie selbst lehren, solange die Freiheit des Denkens diesen Mitgliedern beschnitten wird, sind auch diese nur Mitläufer, aber keine lebendigen Christen, die sich zur Kirche Christi zählen können. So wie aber ein Mensch lebendig geworden ist, was also nur ein Leben in Liebe zur Voraussetzung hat, erkennt er auch, wie weit eine Geistesrichtung Anspruch auf Wahrheit erheben kann. Er wird dann zwar seine Mitmenschen besser belehren können als die Führer jener Geistesrichtungen, aber er wird auch nicht seine Erkenntnis übertragen können auf den Mitmenschen, sondern dieser muss die gleichen Bedingungen erfüllen, die zum Erkennen der reinen Wahrheit führen. Er muss auch vorerst durch ein Liebeleben zum lebendigen Christen werden. Denn dann wird sein Glaube stark werden. Und dann also gehört er zur Kirche Christi, die er selbst erbaut hat auf dem Fels des Glaubens.
Jedem denkenden Menschen müsste es einleuchten, dass Gott die Seligwerdung eines Menschen niemals davon abhängig machen wird, welcher Glaubensrichtung oder Gemeinschaft er angehört. Denn schon der Umstand, dass die Menschen ohne eigene Willensbekundung geburtsmäßig solchen Gemeinschaften angegliedert werden, müsste ihnen zu denken geben. Vorausgesetzt, dass sie noch so weit gläubig sind, einen Gott und eine Bestimmung des Menschen anzuerkennen. Für die Ungläubigen sind solche Gedanken ohnehin nicht diskutabel, weil sie jegliche Glaubensrichtung verwerfen. Doch denen, die allzu eifrig ihre Ansicht vertreten und immer wieder versuchen, als Beweis für deren Wahrheit Worte aus der Schrift anzuführen, diese jedoch auch nur verstandesmäßig auslegen, gelten diese Worte, dass allein nur die Liebe den Geist im Menschen wirksam werden lässet. Der Geist aber wird dann auch der Wahrheit gemäß sie belehren. Dann aber werden auch die irrigen Lehren in jeder Geistesrichtung beleuchtet werden, von denen der Mensch sich freimachen muss, will er ein lebendiger Christ, ein Anhänger der wahren Kirche Christi sein, die keine äußerlichen Merkmale aufzuweisen hat, als nur das Wirken des göttlichen Geistes. Amen.